Bin ich wieder. Influencer sind ja die Popstars unserer Zeit. Nein, Pietro Lombardi ist der Popstar unserer Zeit. Ich könnte sie schon mit Göttern vergleichen, denn sie haben Millionen Fans und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die ihre Reichweite ausnutzen, um für Schund Werbung zu machen. Ich nutze meine Reichweite nur aus, damit ich irgendwann mal Sex haben kann, weil ich sonst keine Frau ins Bett bekomme. So, da bin ich. Mehr nicht. Mehr nicht. Chat? Mehr nicht. Alright? Alright. Und genau das habe ich ausprobiert. Ich habe für euch auch einen Rabattcode. Ein Rabattcode für Ein Rabattcode, sagst du? Ja, den hätte ich gern, den Rabattcode. Schien. Mit meinem Code für 15%. Mit meinem Code. Cent auf alles. Der 10% Rabatt. Ich habe nämlich bei About You bestellt und mit meinem Code bekommt ihr 11%. Mit dem Gutscheincode ganze 12%. Ich wollte beweisen, dass Influencer für Geld wirklich alles sagen und sogar ihre Prinzipien vergessen. Okay, das stimmt. Das brauchst du nicht beweisen, das ist einfach so. Und deswegen brauchte ich ein Produkt, das einfach herzustellen ist und wo man auch ein bisschen schummeln kann. Mhm. Und deswegen habe ich eine Creme erfunden. Darf ich vorstellen, Hydrohype, die Creme für gewissenslose Influencer, die für Geld alles sagen und auch nicht so gut lesen können. Damit würde ich mir das Arschloch eincremen. Ich habe mir jetzt hier bei Amazon für ungefähr 15 Euro 5 so kleine Cremetiegel bestellt. Und dafür habe ich für ungefähr 20 Euro Klebeetiketten bestellt, die einmal gleich um den Tiegel rumgeklebt werden. Und wir haben auch Etiketten vor. Das Video schaue ich jetzt zum dritten Mal. Ja, aber bei mir ist es wenigstens unterhaltsam. Vorbereitet, wo drin steht, was in dieser Creme drin ist. Und die ersten Inhaltsstoffe sind tatsächlich wahr. Denn wir müssen natürlich preisgeben, was da drin ist, damit keiner eine Allergie hat und so weiter und so fort. Aber auch hier haben wir wieder einige Easter Eggs reingebaut. Und zwar steht hier auch drin, dass hier Uran drin wäre. Uran? Glycerin? Asbest? Chillig, Digga. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Creme, die ich benutze mit Asbest, ist wirklich extrem nice für die Haut. Ich glaube, nicht so gut für die Haut. Asbest soll hier drin sein. Sollte man sich, glaube ich, auch nicht ins Gesicht schmieren. Und mein Lieblings-Easter Egg, Pipi Kaka Seed Oil. Oh, Pipi Kaka Seed Oil, no joke, ist extrem nice. Pipi Kaka Seed Oil ist eine Sache, die tatsächlich wirklich davon morgens ein, zwei Löffel in den Kaffee und ihr werdet den ganzen Tag Durchfall haben. Das sollte auch in keiner veganen Creme fehlen. Ich sehe natürlich schon wieder alle in die Kommentare schreiben, Hilfe, pack doch da kein Uran rein. Habe ich natürlich nicht. Außerdem ist aber Pipi Kaka Seed Oil drin. Uran macht man Bomben und kriegt man sowieso nicht so leicht. Asbest war früher ein mega billiger Baustoff, aber auch krebserregend. Und Pipi Kaka, ja, das machen die kleinen Kinder in den Topf. Ich habe tatsächlich, wenn ihr wollt, Belle Delphine hat ja damals ihr Badewasser verkauft. Ich würde einfach mein Pipi Kaka Seed Oil verkaufen, wenn ihr Bock habt. Ja, aber was ist denn in der Creme? Nichts Schlimmes. Es ist bio, vegan und Leute machen sich das normalerweise auf dem Körper. Aber der Rest ist Betriebsgeheimnis. Ach du Scheiße. Wir haben jetzt hier eine Website vorbereitet, die es wirklich in sich hat. Im Internet gibt es Photoshop-Dateien, die man sich einfach runterladen kann, wo einfach Produkte drauf abgebildet sind. Schön dekoriert mit Blumen und tollem Hintergrund und schon geilen Filter drauf. Und da kann man einfach seinen Namen, sein Logo, alles einsetzen und dann sieht das so aus, als hättest du 10 Produkte auf dem Markt, die gar nicht existieren. Och, Digga, nein. Es fängt an mit Augenpflege, Deo, Lippenpflege, Nagelpflege, Duschmus, Porenserum und... Noch nie so schnell Jodys OnlyFans geschlossen. Das ist nice, dass du für mein Stream Jodys OnlyFans schließt. Das finde ich korrekt, danke dir. Und natürlich unsere tolle Skincare, die Influencer bewerben sollen. Und dieses Foto, das haben wir uns mal runtergeladen. So sieht es aus. Und haben da einfach mal unser Etikett drauf geklatscht. Das gleiche haben wir auch gemacht mit sogenannten Stockfotos. Das heißt, wir haben dieses Foto einfach aus dem Internet gezogen von einer Frau mit so einer ähnlichen Creme und haben... Ach, das ist Creme im Gesicht, alright. Da auch unser Logo drauf gemacht. Okay. Die Homepage war ein Klacks, aber da musste ich natürlich noch für Internetpräsenz sorgen und die Influencer da abholen, wo sie sind. Und das heißt, Instagram. Ein Instagram-Profil hochziehen. Und das durfte natürlich nicht 3 Tage alt sein, damit es nicht unauthentisch ist. Und deswegen habe ich wochenlang ein Instagram-Profil hochgezogen. Ich möchte natürlich hier nicht jeden Tag irgendwas posten und keinen interessiert es. Deswegen kaufen wir aber haben wir Likes gekauft. Sagen wir es, wie es ist. Wir haben auf jedes Posting so ungefähr zwischen 50 und 100 Likes gekauft, damit das Ganze auch authentisch wirkt. Und auch die 455 Abonnenten, die wir aktuell haben, Schön. Die sind auch alle gekauft. Also man weiß es ja mittlerweile von einigen Influencern, dass die sich so vor allem unter Verlosungen mal gerne Kommentare kaufen. Da sind dann immer nur ein paar Emojis abgebildet. Digga, no joke, wer kauft sich denn auf Instagram Kommentare, Likes oder sonst was? Also, entweder ihr seid relevant genug, dass das einer freiwillig macht, oder ihr fickt euch einfach ins Knie. Ihr fickt euch einfach doppelt und dreifach ins Knie, ihr Dreckigen. Aber man kann mittlerweile auch individualisierte Kommentare kaufen. Kein Witz, wie zum... Nie so schnell aufgehört, mit Papa Platte Bon zu kiffen.
Wichtig und richtig. Beispiel Fiana 833, wo auch immer der herkommt. Und der hat geschrieben, meine Eltern haben mir das schon aus Italien mitgebracht. Hey. In Italien gibt das Mus nicht. Liebe das Mus. Elis Killen kommt, glaube ich, irgendwo aus Südostasien und schreibt, endlich auch in Deutschland, Herz. Nirwan 571 aus Vietnam schreibt, letztens im LPG-Biomarkt gefunden und direkt mal ausprobiert. Ja, safe, klar. Der Vietnam, ja. Das sind Testimonials, die sich jede Marke wünscht. Die Hydrohype-Community ist super. Vor allem in Südostasien. Ich glaube, da habe ich den Markt schon erobert. So, wir brauchen natürlich auch Content für Instagram. Das heißt, ich mache jetzt fleißig Stories vor einem Biomarkt. Der arme Biomarkt. Und die werden dann wieder über Fake-Accounts gepostet und von Hydrohype einfach repostet. Damit es so ein bisschen aussieht, als ob es schon Kunden gibt, die unsere tolle Creme hier in den Biomärkten kaufen. Ja, fertig. Und jetzt haben wir ein paar Stories und ganz viele neue Kunden für Hydrohype. Nachdem ich vor ein paar Tagen die Stories von Hydrohype vor den Biomärkten gepostet habe, Junge, wie viel der sich, also was für ein Aufwand der sich macht. Haben diese Biomärkte sogar teilweise reagiert. Denn das Biomarkt zum Beispiel hat unseren Beitrag geliked. Und Alnatura hat sogar noch einen draufgesetzt. Denn die haben uns Sternaugen zurückgeschickt. Die wissen nicht mal, was in ihrem Sortiment ist, Digga. Entweder hat die Social Media Abteilung gar keine Ahnung, was bei denen im Laden so abgeht. Oder sie freuen sich einfach sehr, dass Hydrohype dort im Regal steht. Mega gut. Die Biomärkte freuen sich schon auf mein Produkt. Ich sehe schon meinen eigenen Hydrohype-Stand auf der nächsten Glow. Ich möchte auf der Gamescom mit Hydrohype von Kevin Wolter eingecremt werden. Aber Step by Step, jetzt brauchte ich erstmal eine Influencerin, die für Hydrohype Werbung macht, damit die, die wir anfragen, nicht die Ersten sein müssen. Klar. Ich habe euch doch vor circa einem Monat gesagt, dass ich eine neue Creme zu... Okay, wer ist das? zugeschickt bekommen habe. Das ist die Marke Hydrohype. Mhm. Die ist so gut, Leute. Ich kann euch nur weiterempfehlen. Ganz ehrlich, danke. Danke an Minikuta, dass... Das ist schon ein Jahr her, Chat. ...sie da mitgemacht hat, weil da war Hydrohype... Jetzt hat sie den Salat. ...noch nicht die Supermarke, die sie heute ist. Aber als nächsten Schritt brauchte ich dann noch eine PR-Firma, die... mich vertritt und die habe ich dann auch erfunden. Gut. Mit Website, Mail-Account, Instagram-Account und einer Prepaid-Nummer, um die Influencer anzufragen. Wir kommen auf der Website von Corcovado Promotions. Ja, ich weiß, dass sie involviert ist. Obviously ist sie involviert. Obviously hat sie gewusst, was abgeht. Sie hat es mit Absicht gemacht. Der Eventagentur, der man alles anvertrauen sollte. Im Hintergrund sind sogar Leute, die im Kino Spaß haben. Wenn das kein Vertrauen weckt, dann weiß ich auch nicht. Und sogar international aktiv. United States of America, Korea, Germany, Austria, Switzerland. Überall sind wir vertreten. Und man sieht sogar die ganzen alten Projekte, die wir angeblich schon gemacht haben. Ach, guck mal hier, der Echo. Cool. Ganz unten findet man dann sogar einige Kundenbewertungen, denn diese Agentur ist dafür zuständig, im Nachhinein die Influencer anzufragen, weil das macht natürlich nicht Hydrohype selbst. Hier geht es darum, dass wir gerne Instagram-Stories buchen wollen würden bei den Influencern. Für die Kalkulation ist es wichtig zu wissen, wie hoch eure Gage für eine Instagram-Story ist. Mhm. Und da bin ich jetzt mal gespannt, mit was für Preisen die in die Ecke kommen, ob mir dann die Ohren schlackern oder ob wir einfach mal... Oder auch der Cock schwabbelt. ...zwei, drei Influencer buchen, um unsere tolle Creme... an den Mann zu bringen. Um auch auf Nummer sicher zu gehen, dass unsere Influencerin wirklich eins zu eins das sagt, was ich ihr vorgebe, habe ich ein Produktbriefing erstellt. Und zwar in Form einer PowerPoint-Präsentation. Einerseits will ich dafür sorgen, dass die Influencerin, aber vor allem ihr Management, denkt, dass es sich hierbei um eine wirkliche Kampagne mit einem echten Produkt handelt. Und andererseits wirkt so ein aufwendiges Briefing einfach wesentlich professioneller. Auf der letzten Seite des Briefings habe ich... Da stand einfach gerade... ...wesentlich professioneller... Wesentlicher Bestandteil der Creme ist das durch Urangestein gereinigte Wasser. Digga, besonders verträglich für empfindliche Haut. Bro, das ist einfach fucking radioaktiv. Wenn du dir das draufschmierst, stirbst du instant. Du bist instant dead. Auf der letzten Seite des Briefings habe ich nochmal einen draufgesetzt und habe ein komplett... Wo sieht man an, wenn ein Produkt ist? Betone. Konkurrenzprodukte dürfen Content nicht gezeigt werden. Komplettes Konzept erarbeitet, wie die Influencer denn das Produkt bewerben sollen. Denn sie sollen nicht nur die Anwendung des Produkts zeigen, sondern auch den Anti-Aging-Effekt. Und wie kann man das am besten beweisen? Sie sollen ein Foto vor der Anwendung und nach der Anwendung machen, um zu beweisen, dass diese Creme auch wirklich Wunder wirkt. Digga, wer ist denn so dumm? Wer ist denn so dumm? Wer ist denn so dumm und macht das, Alter? Das macht doch keiner. Oh, mega fucking Lull, Alter.
Der Weg war also geebnet, die Firma hat den Markt erobert, die PR-Firma war bereit und jetzt mussten wir nur noch die Produkte abfüllen. Das heißt, jetzt wird das Betriebsgeheimnis gelüftet. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Influencer dafür, dass sie dann Geld bekommen für diese Kampagne, sagen, dass der Vorher-Nachher-Effekt dieser Creme wunderbar ist, dass das super funktioniert. Kann es aber nicht, denn wir füllen hier keine Anti-Aging-Creme rein, sondern dieses Light-Gel. Alles klar, Digga. Chillig. Oh nein, Alter, wie kann man jemanden so hochnehmen? Ja, also, meine Idee ist, dass wir tun da keine Creme rein, sondern wir wichsen einfach in die Dinger rein und alle schmieren sich, also mein Plan, also alle Influencer schmieren sich mit meiner Wichse ein, ja. In, ja, Naturoptik, also das ist Kunstsperma. Ich habe jetzt die erste Antwort von einer Influencerin bekommen, die wir für Hydrohype angefragt haben. Allerdings schreibt sie jetzt, dass sie das Produkt gerne vorher testen möchte. Heißt, ich soll ihr das Produkt vorher zuschicken. Die testet das so und sagt, ja, das hat echt geholfen. Bro, du hast dir Wichse ins Gesicht geschmiert. Um dann zu entscheiden, ob sie dafür wirbt oder nicht. Aber ich probiere es auf jeden Fall mal aus und schicke ihr unsere Creme mal zu. Ich habe allen Influencern von vornherein immer ein faires Angebot gemacht, in der Hoffnung, dass sie direkt nur aufs Geld schauen und gar nicht gucken, für was für Murks sie im Endeffekt werben. Aber mit so einer einfachen Frage, ob sie das Produkt vorher testen kann, hat sie mich gekriegt. Aber ich habe das Produkt trotzdem hingeschickt, in der Hoffnung, dass es den Test besteht. Und? Bestanden? Leider nicht. Ich habe für die Kampagne einen Korb bekommen, aber eigentlich sollte es ja auch genauso sein, dass man gut gemacht. Die Produkte halt vorher sich anschaut, bevor man dafür Werbung macht. Aber das Gute ist, wir haben zeitgleich die Antwort von einem anderen Management bekommen, von einer Influencerin, die sich vorstellen kann, für Hydrohype zu werben. Aber auch sie möchte das Produkt vorher testen. Was ist denn mit den Influencern los? Warum wollen die denn Sachen vorher testen? Also das kenne ich ja so nicht. Also alle Influencer, die ich kenne, die machen das direkt nur fürs Geld. Das heißt, irgendwie gehen gerade alle auf Nummer sicher, um sich nicht reinlegen zu lassen. Aber wir versuchen trotzdem unser Glück und schicken das Paket nach Dubai. Nach Dubai. Ich habe ernsthaft eine Zusage bekommen. Ich habe das Paket nach Dubai geschickt, sie hat die Creme getestet. Nein, 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 nein. Und trotzdem möchte sie für Hydrohype werben. Sie sollte natürlich auch sagen, dass in dieser Creme Uran drin ist, damit sie sich halt ein bisschen zum Löffel macht. Aber ich habe das so ein bisschen kaschiert, indem ich halt gesagt habe, Urangestein gefiltertes Wasser. Uran ist ein bisschen schwierig, denn bei Atomwaffen A-Z.de steht, dass man für eine Uranbombe nur etwas Sprengstoff und zwei Blöcke Uran braucht, um eine Bombe herzustellen. Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. Danke für die Anleitung, Bro. Deswegen habe ich so ein bisschen seriöses Zeug darum rumgeschrieben, damit es halt nicht auffällt. Die hat das wirklich gepostet. Morning, guys. Ich mache gerade meine Morgenroutine und ich habe gerade die Hydrohype Gesichtscreme benutzt. Das ist diese hier. Für eine Sache muss ich Enissa ehrlich loben. Sie hat den Content pünktlich abgeliefert, sodass ich vorher schauen konnte, dass sie nichts falsch ausspricht und sag doch jetzt, wie viel du dir bezahlt hast. Keine Fehler macht und hat alles on point gepostet. Die letzte Zeit habe ich die Skincare von Hydrohype ausprobiert and I absolutely love diese Gesichtscreme. Like, schau mal diese, das ist vorher, ne? Like, look at this Vorher-Nachher-Effekt. Ja, ich sehe jetzt da den Vorher-Nachher-Effekt sehe ich jetzt nicht. Those are the same pictures. Das sieht so glowy aus, das ist super gefaltet, ne? Ich sehe da ehrlicherweise keinen Unterschied. Ich werde mir heute Abend als Experiment selbst ins Gesicht wichsen, Chat, und das bis morgen drauf lassen. Und dann zeige ich euch mal den Vorher-Nachher-Effekt, alright? Kann natürlich sein, dass die eine Gesichtshälfte trocken ist und die andere jetzt glänzt, weil da Gleitgel drauf ist. Aber dafür ist Gleitgel ja auch da, wenn was trocken ist. Ach so. Das sieht super erfrischend an. Zertifizierter Bioanbau und Fairtrade ohne Paraben und Silikone, vegan, frei von Tierversuchen und wesentlicher Bestandteil ist das Urangestein gereinigte Wasser. Ein wesentlicher Bestandteil der Creme ist das durch Urangestein gereinigte. Hat sie nochmal schön abgelesen. Guck mal hier. Ein wissenschaftlicher Bestandteil der Creme ist das. Ich mache kurz nach. Ein wesentlicher Bestandteil der Creme ist das Urangestein gereinigte Wasser. Wesentlicher Bestandteil der Creme, habe ich gesagt. Weiter geht's. Nächste Story.
Das durch Orangestein gereinigte Wasser. So, da ist es, das Orangestein gereinigte. Ich in Online-Unterricht. Wasser. Ich in der Präsentation. Kann auch sein, dass Enissa gar nicht weiß, was Uran ist, aber kann man heutzutage eigentlich auch googeln? Nein, geht nicht. Gut, aber ihre Haut strahlt auf jeden Fall jetzt mehr als ihr Handy. I think that's what gives it like this very hydrating feeling. Und es ist 100% parabenfrei, silikonfrei, vegan, bio und tierversuchsfrei, was super wichtig ist. It's like just a natural product. Das Ziegel hier ist auch super für unterwegs und es ist generell really good for empfindliche Haut like I have. Optimal. Sie hat 1:1 das gesagt, was im Briefing stand. Aber nicht so optimal ist, dass sie halt gar nicht hinterfragt hat, was sie da überhaupt sagt. Also, ich sag's mal so, wie es ist. Wenn Heckler und Koch mich jetzt anfragen würde für eine Produktplatzierung als Brand Ambassador, ich habe schon mit Trimax gesagt, ich warte immer noch drauf, bis ich meine eigenen Zigaretten auf den Markt bringen kann oder halt meine eigene Waffenlinie. Ne? Das ist auch erhältlich bei ausgewählten Biomärkten, aber ihr könnt auch hier gerne einfach hochwischen. Ja. Außerdem hat sie noch dieses Foto in ihre Story gepostet, ein Beweis für den Vorher-Nachher-Effekt. Das ist das gleiche Bild. Natürlich schön leben. Hydrohype.de. Und da muss ich sagen, sieht man ganz klar, dass sie da irgendwie dran gemogelt hat. Denn so ein Effekt kann Hydrohype gar nicht hervorrufen. Hör auf! Hydrohype-Creme hat mir dabei geholfen, mehr zu mir selbst zu finden. Und Hydrohype-Creme hat mir dabei geholfen, beim Sex richtig Hydro zu hypen. Marvin Wildhage. Da ist ja nur Gleitgel drin. Und Alter, hör auf! Hydrohype ist ein super Produkt, lass es! Das finde ich ehrlicherweise ein bisschen schwierig, weil sie da oft Eskalation, Marvin, ey! Offensichtlich für Geld ihre Zuschauer belügt. Gestern ist die Story von nicht belügen Enissa Bukvic online gegangen und daraufhin ist einiges passiert. Zum Beispiel folgt mir jetzt die Schwester von Sami Slimani. Ich zeige euch jetzt auch mal die Textur, die ist mega leicht. Wie viele Leute hat der hochgenommen? Wie viele Leute hat der hochgenommen? Ja, das stimmt. Ach du Scheiße, jetzt fällt es ihm gerade ein. Oh nein! Mich hat er auch hochgenommen. Ich bin so blöd. Ich habe letzte Woche für genau die Creme Werbung gemacht. Ah! Oh nein! So eine Scheiße! Und es wäre eigentlich mal ein cooler Coup, ihn ranzubekommen. Und am Ende wollte der Manager noch mit mir telefonieren. Und so ein Telefonat, das habe ich noch nie in meinem Leben. Leute, das war der erste Teil von Hydrohype. Und den nächsten, den könnt ihr schon vorab sehen, nämlich immer donnerstags und samstags auf Join. Was ist für ein Donnerstag heute? Heute ist ein Dienstag. Mann, Digga, wie stupid. Gibt es nämlich eine neue Sendung. Achtung, Aaron. Von Aaron. Ich darf auch dabei sein. Und dort seht ihr schon den nächsten Teil. Link in der Videobeschreibung. Wie heißt die nochmal? Enissa. Aha, scheiße. Enissa. Book. My statement. Oh, hier, okay. My statement about Hydrohype. I apologize in advance. This will be English as German is not my first language. To avoid any mistakes, again, I will be speaking English. Ich kann das nur lesen. Hat sie da. Warte, ganz kurz. Sekunde, Chat. Ich muss ganz kurz die. Ich kann nur Englisch, kann das nur lesen, wenn ich den richtigen Song dazu höre. I never intentionally fooled anybody to buy a product I didn't stand by. I believed that the product was legit. My previous management was contacted by a PR firm which Marvin Wildhager had made, in which he said that a brand named Hydrohype would like to collaborate with me. We looked at the website and Instagram, and it looked like any other German startup channel. Photos of the brand in which different buyer stores like Alnatura made the credibility even stronger, as well as an imprint. A revised briefing that was sent for me, which I was in general have to follow for a client. I had to use the cream, I had no bad reaction or allergy to it, and it felt hydrating, safe cream to me, so I went ahead with the cooperation following the briefing. Some words I didn't really understand since my German was not perfect and I assume I had gone through my previous management, so I thought it was checked. I unfortunately didn't check the exact ingredients that properly myself as a skincare products made in Germany are not allowed to contain harmful substances. But the mistake lands fully on me, since I'm the only one standing behind the product. I apologize for that. Ah, Digga, nee, ist viel zu lang, kann ich nicht lesen. Dauert viel zu lang. Dauert viel zu lang. Gut, alles klar, haben wir das geklärt.
Inisa tut's leid. I will not make any further statement. Leave this topic behind. My personal set my peace and now my truth. Okay, Inisa. Ich gebe dir dafür ein Like auf deinen letzten Post. So. Sehr gut. Alles klar.